Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Modethema. Und zwar habe ich hier 6 Kleidungsstücke von Shein und damit habe ich 6 wunderschöne Outfits kreiert. Mir gefallen die wunderbar und ich persönlich bin der Meinung, dass es einfach Stücke sind, die man als Plus-Size-Frau wunderbar tragen kann. Und deswegen möchte ich euch diese 6 Outfits heute vorstellen. Shein hat mir auch einen Rabattcode zur Verfügung gestellt, mega lieb, mit PRIMADINA20, da bekommt ihr für Bestellungen ab 29 Euro 10% Rabatt und für Bestellungen ab 49 Euro bekommt ihr sogar 20% Rabatt. Ich fange mal an mit diesem wunderschönen Teil hier. Das hier ist ein Oberteil mit langen Ärmel, hat so ein Rippmuster, so ein Karomuster, finde ich mega, mega schön, ist super weich, ein bisschen schwerer, dadurch hängt es auch sehr gut, was ich echt mag. Ich mag das nicht, wenn Klamotten so, hui, so nach einem Windstoß weg sind gefühlt. Es hat einfach ein gewisses Gewicht, was ich wirklich angenehm finde zum Tragen. Ziemlich weite Ärmel vorne, aber ein Bündchen, dass es trotzdem nicht irgendwie übers Handgelenk rutscht ständig. Und vor allem, ich liebe sowas. Ja, ich sag's euch, ich liebe sowas. Das ist schwarz und hat hier einfach in der Mitte unter der Brust so ein ganz kleines Bündchen. So ein kleines Gummibündchen, damit es auch ein bisschen tailliert wird. Und unten geht es einfach ganz weit auseinander. Ist quasi ein Schößchen-Oberteil. Ultra schön. Guck doch mal, mega. Also ich finde, ja, nee, gefällt mir einfach gut. Allgemein Schößchen-Oberteile finde ich super, super schön. Speziell dieses hier habe ich jetzt kombiniert mit einer Blue Jeans, mit so einem mittelblauen, nicht so eine ganz helle oder dunkle, aber einfach mit einer mittelblauen, schön kräftig blauen Jeans und dazu Turnschuhe mit so einem Lederoptik-Stil. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ihr könnt natürlich noch viel mehr Kombinationen daraus machen. Ganz klar, schwarz ist sowieso komplett universal tauglich. Also ich habe sowieso gerne schwarz als Kleidung, einfach weil sie macht ein bisschen schlank. Und vor allem ist sie halt wirklich universell. Du kannst es mit allem kombinieren. Ich finde es einfach nur mega, mega schön. Als zweites Teil habe ich hier so eine Jacke. Das ist eine ziemlich dünne Jacke, die man mehr so als Accessoire eigentlich trägt. Sie hat einen ziemlich schönen Farbton, finde ich. Das ist so ein Altrosa. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was ich cool finde, die ist, die kann man so ein bisschen taillieren. Und zwar hat die so ein Bändel hier in der Mitte, den man einfach ein bisschen zusammenziehen kann. Dann ist das Ganze ein bisschen tailliert und hängt nicht wie so ein Sack. Das macht einfach die Form ein bisschen schöner. Gerade die Plus-Size-Frauen, die haben oft einfach viel Arsch. Und dann sieht es einfach schöner aus, wenn es ein bisschen oberhalb vom Arsch, unterhalb von der Brüste in der Taille einfach so ein bisschen zusammengeht und nicht so bäm runterhängt. Vor allem von hinten, finde ich, sieht es dann einfach schöner aus. Mir gefällt die Jacke vor allem, wenn man die offen trägt, gerade wegen diesem Streifen hier, einfach so ein kleines Deko-Ding. Wenn man sie zumacht, sieht man den nicht mehr. Aber offen sieht man den einfach an, oben an der Kapuze und hier diesen schwarzen Deko-Streifen, finde ich einfach total schön. Ich habe das Ganze jetzt kombiniert einfach mit einer Jeans und mit einem Basic-Oberteil, damit es einfach, ja, ein bisschen zu Geltung kommt. Finde ich schöner, wenn es ein dunkles Oberteil ist, damit es einfach ein bisschen mehr Kontrast hat und trotzdem einfach dann nicht untergeht. Und von den Schuhen her habe ich jetzt zufälligerweise Schuhe da gehabt, die die gleiche Farbe oder eine ähnliche Farbe hatten. Geht aber auch mit jedem anderen Schuh natürlich. Fand es aber ganz cool in der Kombi einfach. Als nächstes habe ich hier dieses wunderschöne Blümchen-Print-Blusen-Oberteil. Finde ich echt mega schön. Es gefällt mir total gut. Ich und Blümchenprint und Rottöne ist ja eh so eine Sache. Also ich mag es ja eh voll gerne. Deswegen passt mir das wunderbar. Das hier hat so ein Bündchen. Also das hat auch wieder unter der Brust so einen kleinen Gummizug. Hier an den Ärmeln auch. Der schnürt aber nicht rein. Der ist angenehm, weil der wirklich recht locker ist und nicht irgendwie total fest. Also weil das mag ich gar nicht, wenn es dann so reinschnürt an den Oberarmen, weil meine Oberarme halt einfach auch ziemlich breit sind. Und ich habe damit gar keine Probleme, muss ich sagen. Also es passt wunderbar. Das hat einen ziemlich großen Ausschnitt. Da finde ich den kleinen Bändel hier vorne dann echt süß. Und weil der Ausschnitt einfach wirklich riesig ist, habe ich das Ganze jetzt kombiniert mit einem schönen kleinen weißen Oberteil drunter, mit so einem Top einfach, mit einer kleinen Kette und passend zum weißen Top dann weiße Sneaker und eine schwarze Jeans. Und dann sieht es wunderbar aus. Gerade Frühling, Sommer, für alles kannst du es anziehen. Ich persönlich bin einfach ein Fan von sowas. Mir steht es einfach auch gut, finde ich. Und ich finde, dass gerade solche Sachen können Plus-Size-Frauen wirklich, wirklich gut tragen. Wenn es einfach auch wieder tailliert ist mit diesem Bündchen und so. Ich finde, es passt einfach. Ich finde es auf jeden Fall toll.
Als nächstes habe ich hier einen leicht sportlichen Look und zwar einen ziemlich dünnen Pullover in einer dreifarbigen Kombination von Schwarz, Weiß und Rosa. Finde ich persönlich mega schön, die Kombi. Mir war wichtig, dass das Weiß hier oben ist, weil wenn Weiß unten ist und oben Schwarz, dann wirkt man noch breiter an der Hüfte und das wirkt ein bisschen entgegen. So hat man einfach schöne schmale Hüfte optisch, was natürlich toll ist, ne? Und es sieht einfach schön aus. Also mir persönlich gefällt es richtig gut, auch mit der Kapuze, mit dem Rosa oben dann nochmal. Gerade und einfach mit einer schwarzen, dickeren Legging habe ich es kombiniert. Mit Turnschuhe, die farblich auch dazu gepasst haben. Aber da kann ich auch wieder schwarze, weiße, was weiß ich, Schuhe dazu anziehen. Letztlich alles. Ich habe es jetzt so gemacht. Ich finde es mega schön. Einfach mal einen sportlicheren Look, der mir echt auch wirklich gut gefällt. Mir gefallen ja diese Destroyed-Look-Jeans wirklich gut. Es muss aber passen. Also wenn so ein halbes Bein raushängt, finde ich es nicht cool. Aber wenn so ein bisschen so Destroyed hier und Destroyed da, ja, das finde ich schon cool auf jeden Fall. Deswegen habe ich diese Jeans hier. Und zwar, die hat vorne einfach komplett von oben bis unten so leichte Risse drin. An beiden Beinen finde ich mega schön. Was ich voll wichtig finde bei solchen Sachen, dass die nicht zu eng sind. Weil wenn dann die zu eng sind. Also es ist wichtig, dass die anliegen, finde ich, weil dann sieht es einfach schöner aus. Ich finde, dass einfach skinny Jeans oder einfach anliegende Jeans bei Plus-Size-Frauen schöner aussehen, weil die sehen einfach nicht so sackmäßig aus. Also mir gefällt es besser. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber lockere Jeans tragt oder lieber eng anliegende Jeans und am besten einfach, ob ihr Plus-Size oder normal seid oder was heißt normal? Normal, jeder ist normal. Aber einfach, ob ihr ins Plus-Size-Jargon gehört oder ob ihr eher in die kleineren Größen gehört. Schreibt es dazu und schreibt mir echt mal rein, ob ihr lieber größere oder engere Jeans tragt. Das finde ich super interessant, weil da gehen die Meinungen total auseinander. Ich bin auf jeden Fall Team Skinny Jeans und ich finde, dass die anliegen müssen. Die dürfen aber nicht quetschen, weil wenn die quetschen und dann dein Beinspeck aus diesen Löchern rauskommt, ist es echt nicht stylisch, wirklich nicht. Also das ist echt so eine Gratwanderung. Aber wenn da eine wirklich gut passende Jeans ist, sieht es top aus, finde ich. Mir gefällt es wunderbar. Ich habe diese Jeans jetzt einfach kombiniert, ein bisschen rockiger, mit schönen schwarzen Sneaker, mit einem schwarzen Top. Gerade hier am Rand habe ich auch so Löcher dann dran. Also sieht ein bisschen rockig aus dann so. Ich mag sowas einfach, ja. Gerade auch mit einer silbernen Kette dann und noch und so. Ich finde es einfach klasse. Die ist auch unfassbar bequem. Ich finde auch, weil die Jeans, die ist echt praktisch. Übrigens hat die wirklich auch Hosentaschen. Die hat echte Hosentaschen. Normal haben Frauenjeans gefühlt nie Hosentaschen. Die hat hinten Hosentaschen, die hat vorne Hosentaschen, die hat auch Laschen für den Gürtel, was echt praktisch ist, weil ich mache es zwar selten, aber manchmal trage ich meine Oberteile auch in der Hose. So, wenn ich dann schöne Jeans habe und dann einfach einen schönen Gürtel dazu, dann sieht es auch gut aus, wenn man das oberhalb von dem Oberteil trägt, finde ich jetzt persönlich. Mir gefällt es, ist universell einsetzbar eigentlich, auch wieder mit Blau. Blue Jeans ist immer kombinierbar, perfekt und einfach hübsch. Und zu guter Letzt habe ich noch was Schickeres am Start. Dieses weinrote Oberteil. Das ist eher so ein Long-Oberteil. Ist aber hinten gerade geschnitten. Vorne ist es aber so geschnitten, dass es wie so ein Dreieck nach unten hängt. Ohne aber, dass es jetzt irgendwie komisch aussieht wie ein Tischtuch oder sowas. Gar nicht. Sieht mega schön aus, finde ich. Hier ist dieses Dreieck. Und durch den Stoff, der halt einfach so ein bisschen größer fällt, wegen halt auch wieder dem kleinen Bündchen hier unter der Brust, finde ich es einfach schön. Es hat einfach diesen wallenden, fließenden Effekt. Mir gefällt es auf jeden Fall ultra gut. Lange Ärmel, Bündchen vorne, dass es nicht irgendwie runterfliegt oder dir ständig übers Handgelenk rutscht oder sowas. Auch hier wieder einen schönen V-Ausschnitt. Ich finde, V-Ausschnitt macht halt einfach auch ein schöneres Dekolleté und macht einfach einen schöneren, ja, eine schönere Körperform als jetzt ein Rundausschnitt. Also ich trage schon auch mal Rundausschnitt, aber wenn ihr mal in meinen Kleiderschrank reinschaut, außer Sportsachen, haben die meisten schönen Sachen bei mir V-Ausschnitt, weil es einfach schöner ist, finde ich. Ja, und das passt da wunderbar dazu. Das hat einen ziemlich großen Ausschnitt. Da müsst ihr dann einfach schauen, ob das euch oberweitenmäßig passt oder nicht. Oder ob ihr einfach vielleicht auch wieder ein kleines Top drunter tragt, in schwarz oder weiß, würde da zum Beispiel gut aussehen. Kann man da auch wieder kombinieren und dann passt es prima. Ein bisschen Schmuck dazu einfach, ein paar passende Hosen. Ich habe jetzt hier in dem Fall zum Beispiel einfach schwarze Leggings dazu angezogen, weil halt einfach das Oberteil das Highlight ist.
und dann einfach schöne Schuhe. Ihr könnt natürlich gerade zu solchen schickeren Sachen, könnt ihr natürlich auch voll die schönen High Heels und Ballerinas und sowas anziehen. Aber ihr wisst ja, wer mich kennt, ich trage weder High Heels Absätze in irgendeiner Form noch Ballerinas. Außer Turnschuhe, Barfußschuhe und Wanderschuhe kommt an meine Füße keine Schuhe hin. Deswegen ist bei mir jedes Outfit mit Turnschuhe oder Sneaker oder sowas kombiniert. Aber ihr könnt natürlich auch andere Schuhe machen. Das ist jetzt quasi nur aus meinem Schuhschrank kombiniert, ja. Auf jeden Fall mega schön, ein bisschen schicker, kann ich wirklich gut damit weggehen, auch geburtstagstauglich und sowas. Also das ist wirklich ein Teil, das hänge ich gar nicht so weit weg, das sage ich euch. 6 wirklich schöne Kleidungsstücke. Wenn euch davon was gefällt, dann schaut auf jeden Fall mal runter in die Infobox. Da habe ich euch direkte Links zu den einzelnen Stücken hier reingesetzt. Das heißt, ihr müsst nicht mal suchen, sondern findet die 6 Teile hier direkt als Link sozusagen. Wenn ihr shoppen geht bei Shein, dann vergesst auf jeden Fall nicht unseren Code hier. BIMADINA20, wie gesagt, für Bestellungen ab 29 Euro gibt es 10% Rabatt und für Bestellungen ab 49 Euro und mehr gibt es 20% Rabatt. Nutzt es auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen, beim Ausprobieren, beim Kombinieren. Ich freue mich auf eure Meinung bezüglich den Outfits. Ihr könnt natürlich auch gerne Verbesserungsvorschläge oder wie ihr die Sachen kombiniert hättet in die Kommentare schreiben, weil das sind wirklich Kreativität und Personalisierung gefragt. Das mag jeder einfach anders. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge und ich hoffe, dass euch dieses Modevideo gefallen hat, dass es vielleicht ein bisschen Inspiration für euch war bezüglich Outfits und so. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.